Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Interview zum Thema Bachelorette. Wir werden heute über die allerersten beiden Folgen sprechen, unter anderem. Und wen habe ich am Start? Die Bachelorette Stella. Na? Hi, freut mich, dass ich mit dabei sein darf. Ja, ich freue mich. Wir haben hier eine kleine Premiere sozusagen, ja? Die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, kommt ein Video, ja, es kommt ein Video, dann gleich mit dir. Wir freuen uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Ihr könnt Stella auch folgen, bei Instagram habe ich unten verlinkt und angepinnt. Und ich dachte so, zur Einstimmung, Stella, würde ich dich irgendwie mal noch gern ein bisschen näher kennenlernen. Gerne, was willst du wissen? Ja, wie sich dein Weg entwickelt hat. Also du warst wahrscheinlich, wie wir alle, in der Schule. Okay, ja, Schulpflicht. Genau, weil in der Schule. Und dann, also, ja? Ich bin im Odenwald aufgewachsen. Das ist südlich von Frankfurt. Mhm. Ich bin gerade auch bei meinen Eltern zu Hause, lustigerweise. Die wohnen jetzt in Heidelberg. Und dann bin ich nach dem Abitur nach München gezogen für ein duales Studium bei Siemens. Und ich hatte damals auch schon sehr viele so kreative Leidenschaften und habe es geliebt, auch Fotos von mir zu machen. Aber für mich war das immer so, ich will was Gescheites machen. Man kennt das ja irgendwie so, dass das einem von der Gesellschaft mitgegeben wird. Mhm. Und dann habe ich das duale Studium bei Siemens durchgezogen bis zum Ende. Habe aber währenddessen auch schon viel angefangen zu modeln. Also ich habe mich bei klassischen Modelagenturen beworben. Und irgendwann, ich habe dann ein Auslandssemester in Südafrika gemacht, habe ich auch angefangen, so ein bisschen blogmäßig was darüber zu machen. Und dadurch habe ich so irgendwie 5000 Follower auf Instagram auch dann irgendwann gehabt. Und trotzdem stand es bei mir noch nicht so weit oben, dass man das als Job machen könnte. Mhm. Und dann kam ich zum Playboy. Das war tatsächlich so der erste Meilenstein, würde ich sagen, weil es mich dann einfach motiviert hat, in der Richtung auch mehr zu machen. Also ich habe dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, hatte dann irgendwie mal so 30.000 auf Instagram, habe trotzdem irgendwie nur jeden Monat mal was gepostet. Und dann habe ich eine kennengelernt, die hatte 1 Million Follower auf Instagram und ich war so, wow, wie schaffe ich das? Und dann hat sie es ein bisschen erzählt, dass sie einfach irgendwann sich gesagt hat, sie fängt jetzt an, täglich zu posten. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt eine coole Challenge, ich mache das jetzt auch. Und dann habe ich angefangen, viele Fotos zu machen, auch viel selbst von mir zu machen. Also ich hatte eine nicht ganz so gute Kamera erstmal, aber das hat ausgereicht. Und dann habe ich auch mit anderen Fotografen ein bisschen zusammengearbeitet. Und dann bin ich, glaube ich, wirklich so 10.000 pro Monat gewachsen. Und das hat mich definitiv motiviert. Also das war auch noch während ich bei Siemens war. Und dann lief das irgendwann so gut, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will das jetzt mal hauptberuflich probieren. Darf ich da mal einhaken? Ich meine, jetzt natürlich perfekt, ich kann mich hier eigentlich zurücklehnen, ich muss heute gar nicht arbeiten, Stella. Ich mache hier Monolog, ne? Ja, also, wie ist denn die Playboy-Thematik entstanden? Also kam die dann einfach um die Ecke oder bewirbt man sich da oder... Also die kann um die Ecke kommen, aber ich glaube nur, wenn man auch schon einen gewissen Berühmtheitsgrad hat. Ich war ja damals einfach ein ganz normales Mädchen, sage ich mal. Und ich habe mich beworben, tatsächlich. Ich habe gegoogelt, wie kann ich mich beim Playboy bewerben. Und dann kam auch direkt die Castingseite, da muss man dann ein paar Fotos hinschicken, auch keine Nacktfotos oder sowas, sondern einfach, dass die mal einen Eindruck von einem bekommen. Und dann haben die mich eingeladen und fanden mich auch sofort sehr sympathisch. Und dann hat sich das ergeben, dass ich Wiesn-Playmate geworden bin. Wann waren denn die Aufnahmen ungefähr? Also vor wie vielen Jahren? 2019. Also echt schon lange her. Ja, aber das finde ich auch total spannend, weil, also ich meine, ich mag Playboy, sind immer ästhetische Fotos, ne, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung. Möchte ich quasi, so wie Gott mich schuf, mich da präsentieren oder nicht? Und das finde ich natürlich total spannend, dass du quasi schon in so jungen Jahren, ich meine, du bist immer noch jung, aber 2019 warst du ja noch mal jünger, dass du schon gleich gesagt hast, habe ich voll Bock drauf. War das schon immer irgendwie ein Traum? Ja, also da war ich wohl 21 und mir hat Nacktheit nie was ausgemacht. Mhm. Aber für mich war auch klar, wenn ich das mache, dann Playboy. Weil ich finde, Playboy ist da einfach
die Nummer eins. Ja. Also, ja. Und ich hatte, irgendwie war das wie so ein, wie als hätte es sein sollen. Ich habe nämlich im Rahmen von einem Monat irgendwie so viele Winks vom Universum bekommen, dass ich mir dachte, ich mache das jetzt einfach. Also erstens bin ich einer Playmate auf einmal gefolgt, die ich super hübsch und sexy fand und dachte mir so, okay, die ist echt cool. Mhm. Dann hat mir ein Fotograf auch so gesagt, warum bewirbst du dich nicht mal für einen Playboy? Also du bist so ein offener Mensch und das wäre doch mega cool. Und dann war ich beim Friseur irgendwie eine Woche später und dann lag da ein Playboy. Und ich meine jetzt nicht bei jedem Friseur liegt ein Playboy einfach so rum. Ja, das stimmt. Dann habe ich mir den durchgeblättert und dachte so, okay, ich wusste auch gar nicht genau, was in einem Playboy so drin ist. Also jeder kennt die Marke, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie es so aussieht, wenn man ihn durchblättert. Wann hast du das letzte Mal einen Playboy durchgeblättert? Ja, aber lass mich überlegen, ist schon ein bisschen her. Ich gucke tatsächlich immer in den Playboy rein. Die Leute lachen so, Ramon, ja, guckt doch gar keinen Playboy. Doch, ich gucke auch manchmal rein, vor allem natürlich, weil immer in der Regel Prominente auf dem Cover sind und ich natürlich auch neugierig bin und durchblättern. Da sind ja auch viele wissenschaftliche Artikel drin und, ne, also man denkt irgendwie, man hat ja nur Fotos, sondern da ist auch, es gibt auch schriftlichen Inhalt. Ja. Und sehr guten Inhalt, wie ich auch finde. Und alle Fotos, die ich gesehen habe, dachte ich sofort so, wow, ist super ästhetisch. Ja, und dann dachte ich so, okay, ich bewerbe mich da jetzt einfach und dann hat es geklappt. Und der Playboy hat ja auch schon so einen Follower-Push gebracht, wahrscheinlich dann. Auf jeden Fall, ja. Ich bin dann auch Playmate des Jahres geworden, also es gibt ja immer eine Playmate pro Monat und dann wird eine von diesen 12 im nächsten Jahr zur Playmate des Jahres gewählt und dann war ich auch auf dem richtigen Cover drauf. Als Wiesn-Playmate hatte ich so ein Umdrehcover, also auf der Hinterseite war ich dann drauf. Normalerweise kommt die Playmate nämlich nicht auf das Cover, sondern die berühmte Person, die hier abgelichtet wird. Ja, und dann hatte ich mein eigenes Cover als Playmate des Jahres und das fand ich schon sehr, sehr cool. Wann kam denn dann so für dich der Punkt, also wo du irgendwann gemerkt hast, okay, ich habe, weiß ich nicht, so und so viele Follower erreicht, ich kann damit eigentlich Geld verdienen und eventuell auch davon leben, weil Geld verdienen ist eine Sache, ne? Man kann irgendwie auch mal einen Deal haben für 100 Euro im Monat, davon kann man nicht leben, ist klar, aber irgendwann kommt ja mal so ein Kipppunkt. Mhm. Ich glaube, diesen Punkt muss man sich aber auch einfach so ein bisschen aussuchen fast, weil wenn man es nicht hauptberuflich macht, dann ist man ja auch nicht drauf angewiesen. Ja, das stimmt. Und dann gibt man weniger Power, ne? Ja, genau. Also ich glaube, man sucht sich das auch so ein bisschen aus, obwohl ich ganz lange auch, würde ich sagen, 50% einfach über klassische Modeljobs verdient habe. Also ich hatte schon auch immer noch diesen anderen Nebenverdienst. Ich bin auch Fitnesstrainerin, da gebe ich auch Kurse weiterhin, aber da verdient man jetzt natürlich auch nicht die Welt. Aber man kann das, glaube ich, schwierig quantifizieren, ab wie vielen Followern. Ich kenne zum Beispiel auch Mädels, die können viel mehr verlangen mit 100.000 Followern, weil sie noch bessere Insights haben. Also ich bin damals, so wie ich angefangen habe, meiner Meinung nach nicht so smart gewachsen. Ich habe halt sehr auf so Quantität Wert gelegt und jetzt nicht auf Qualität der Follower. Zum Beispiel wollen ja viele deutsche Marken mit einem dann auch kooperieren als deutsche Influencerin, aber ich fand das irgendwie immer so cool, alles auf Englisch zu machen und alle Captions auf Englisch. Und natürlich erreicht das viel mehr Menschen, aber auch Menschen auf der ganzen Welt und die sind qualitativ einfach nicht so wertvoll für Kooperationspartner. Also ja, oder auch wenn man mal virale Videos hat, dann bekommt man eben aus der ganzen Welt irgendwie noch Follower dazu. Deswegen ist es schwierig, glaube ich, zu sagen, ab 100.000 Follower kannst du davon leben oder ab 300.000 oder schon mit 50.000. Also wir lernen hier heute richtig viel nach. Ja, nein, das stimmt. Ja, finde ich, fand die Erklärung auch gut. Wie war denn das für dich? Deine Reality-Karriere, auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung, fing eigentlich mit Too Hot to Handle an, ne? Ja, 100%. Wie war das für dich? Geil. Ja? Also, ich glaube, ich hatte schon immer den Wunsch, auch mal bei einer Show mitzumachen. Aber man hat da ja auch so seine Hemmungen, weil man weiß so,
Vieles wird als Trash angesehen. Man will auch so ein bisschen das Gefühl haben, ich habe es in der Hand, dass ich da nicht als vollkommene dargestellt wird oder sowas. Und Too Hot to Handle war das allererste Reality-Format, was ich auch geschaut habe. Ah. Also ich bin durch Netflix an Reality rangeführt worden. Ich habe nämlich so das deutsche TV immer so ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich auch so dachte, ja, es da nimmt man nichts mit für sich, das ist einfach nur Zeitverschwendung oder so. Und bei Too Hot to Handle dachte ich dann auch so die ersten drei Folgen, okay, das ist so absurd, ich sitze hier davor und muss die ganze Zeit lachen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das einordnen soll, weil Too Hot to Handle ist ja auch sehr übertrieben. Und dann mit der Zeit, mit jeder Folge dachte ich so, okay, ich fieber jetzt richtig mit. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und auch die Workshops, die man da so miterlebt, denkt man so, wow, die wachsen ja richtig und man lernt hier zwischenmenschlich irgendwas. Also das war so das erste Format, wo ich mich dann in Reality generell verliebt habe, weil es gibt ja ganz viele Reality-Formate, jetzt auch Bachelorette oder Bachelor, wo man so denkt, ja, ich fieber da total mit. Es ist nicht nur Entertainment, natürlich auch, aber gutes Entertainment. Und ich lerne vielleicht sogar ein bisschen was durch die Gespräche, die die dort führen. Und das finde ich gerade sehr, sehr schön an solchen Formaten. Und als ich die Mail bekommen habe mit der Anfrage für Tropical Desire, was ja dann Too Hot to Handle war, war mir eigentlich schon bei der ersten Mail klar, das ist safe Too Hot to Handle. Also gerade auch, weil ich das so präsent bei mir hatte als das Reality-Format, dann stand da irgendwie da großer Streaming-Dienst. Mhm. Genauso die Beschreibung, wie ich es mir vorstellen würde, wenn man für Too Hot to Handle castet. Ich wusste ja auch, dass die Leute das vorher nicht wissen. Und dann war ich so, okay, das würde ich gerne probieren und das hat dann eben auch geklappt. Wie war denn das für dich mit der, also als die Folgen veröffentlicht wurden? Ich bin dann, ich lese auch mal viel Kommentare, habe ich natürlich auch bei dir mal gemacht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, du hast schon irgendwie polarisiert. Mhm. Wie war denn das für dich? Also wie ging es dir eigentlich damit, mit diesem Feedback? Ja, also jetzt, wo ich gesagt habe, es war geil für mich, Too Hot to Handle, meine ich besonders so die Dreherfahrung, also dort vor Ort zu sein. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und auch, man ist dort einfach wie eine Familie. Wir haben uns, also ich habe mich mit allen sehr, sehr gut verstanden, dachte ich. Und dann kam die Ausstrahlung und das hat schon nochmal fast viel so verändert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich auch mal so viel Hate erfahren würde. Also davor war ich so in meiner Community, die mir so ein Safe Space auch gegeben hat, die mich einfach gefeiert hat, egal was ich so gepostet habe. Und dann habe ich auf einmal so viele neue Menschen erreicht, die mich auch nicht so wirklich kannten. Die hatten dann nur das Bild von mir, wie ich bei Too Hot to Handle war. Und da kommt man natürlich sehr oberflächlich weg, weil man, es gibt ja gar nicht so viel Zeit. Ich dachte gerade, da bewegt sich doch was. Gerade raus, die hier liegen. Okay, eine Sekunde. So, das haben wir jetzt auch im YouTube-Video drin. Ganz authentisch. wo waren wir? Ja, wir waren stehen geblieben, dass quasi die Leute dich nicht so, oder, Ja, und auch wurden teilweise wirklich Charaktereigenschaften kritisiert, wo ich so dachte, das habe ich immer als meine größte Stärke angesehen. Zum Beispiel, dass ich so eine positive Ausstrahlung habe und so viel lache, das ist bei mir einfach so. Und im Nachhinein kann ich verstehen, dass die Menschen das irritiert, weil sie nicht wissen, ob das vielleicht fake ist. Aber ich bin eben einfach dieser Mensch. Aber das hat mich sehr krass mitgenommen, so viel Hate darüber zu bekommen. Und ich habe das dann auch versucht. Also ich habe Therapie jetzt auch gemacht. Also war das so? Hatte ich das so mitgenommen? Ja, das ist ja verrückt. Ja. Ja, also nicht jetzt nur den Hate oder nicht nur die Kritik an dem Lachen, aber es kam ganz viel einfach über einen längeren Zeitraum, über ein halbes Jahr, sage ich mal. Dann war ich ja in der Beziehung mit Anna, dann
Habe ich auch mitbekommen. Ja, gab es auch viel Kritik, ne? Da gab es auch viel Kritik. Dann wurden wir auch noch angefeindet von den anderen Leuten, die bei Too Hot to Handle mitgemacht hatten, weil die natürlich dachten, sie können das irgendwie gut einschätzen, aber das ist sehr vollkommener Quatsch. Also zum Beispiel bei Too Hot to Handle selbst habe ich auch noch gesagt, ich kann mir eine Beziehung eigentlich nur mit einem Mann vorstellen, weil ich damit auch so aufgewachsen bin und ich fand Frauen immer auch ganz interessant, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in eine Frau auch verlieben kann. Und dann hat es mich selbst überrascht, dass ich mich zum Beispiel in Anna verliebt habe und wir dann eine Beziehung geführt haben. Aber dann kam zum Beispiel von den anderen von Too Hot to Handle so, hä, das kaufen wir denen nicht ab. Aber die stecken ja nicht in mir oder in Anna drin. Also es ist total schade, dass man da dann so angefeindet wird. Und da kam schon auch viel Druck, auch ganz viel Liebe zum Glück. Aber trotzdem war das auch nicht so easy für uns. Und dann habe ich auch angefangen, mir so zu denken, ich will jetzt nicht mehr so oberflächlichen Content posten. Ich will jetzt mal hier Deep Talk mit den Leuten führen, über Tabuthemen reden und einfach da was einen Beitrag leisten und Leute mehr inspirieren. Und dann habe ich schon angefangen, auch sehr kontroverse Themen zu posten und auch da dann zu polarisieren. Und da kam auch noch mal ganz viel. Und dann versucht man sich rational zu sagen, ja, das sind Menschen, die ja... Ja, kenne ich alles, genau, ja. Ja, aber trotzdem, wenn man dann zum 1000. Mal gelesen hat, dass man weniger wert ist, weil man irgendwie sehr gerne seine Sexualität auslebt, dann denkt man sich irgendwann auch so, stimmt das vielleicht? Vielleicht bin ich bindungsunfähig, aber vollkommener Quatsch. Aber auf jeden Fall hat mir da Therapie schon geholfen, das so ein bisschen mit Abstand zu sehen. Weil in meiner Bubble, in der normalen Welt, bin ich es einfach gewohnt, dass ich genauso unterstützt werde, wie ich bin. Die kennen mich auch, die äußern vielleicht mal Kritik, die dann angemessen ist und die nehme ich auch gerne an, aber eben nicht so Kritik, die totaler Quatsch ist. Hast du und ich versuche mich da, ich bin in dem Monologmodus. Ja, alles gut. Ich will dich auch mal gar nicht unterbrechen, weil ich es auch spannend finde. Ja, aber du, aber also ich finde es mal gut, also... Wie ist denn das, wenn ich mal kurz einhaken darf, weil die Thematik habe ich ja mitbekommen und die finde ich auch, also ja, habe ich so wahrgenommen, auch die Geschichte mit Anna. Gerade bei der Bachelorette haben wir ja auch nicht neues Format, aber ist schon irgendwie neu aufgelegt. Wir hatten noch nie eine Bachelorette, die irgendwie, also Männer und Frauen sucht. Ich habe natürlich auch schon in die Kommentare geguckt, das polarisiert natürlich auch. Ja. Hat man da irgendwie Angst, die Geschichte könnte wieder aufploppen? Also die negativen Kommentare könnten wieder in so einer Welle kommen? Also die Angst besteht auf jeden Fall, dass da wieder was kommen wird. Also es wird auch immer was kommen, das ist mir klar. Man kann auch nicht allen Menschen immer gefallen. Und ich bin weiterhin die Person, die sehr viel lacht und eine sehr positive Ausstrahlung hat. Und das gefällt wohl vielen Menschen nicht, aber das bin ich einfach. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich kann das auch nicht abschalten. Ich will das auch nicht abschalten. Und dadurch, dass es jetzt schon auch noch mal ganz anders ist, auch, dass ich bisexuell bin, dass ich mit den Beziehungsmodellen einfach ein bisschen offener bin, das kann natürlich ganz viel Kritik auch hervorholen. Und es ist auch in Ordnung. Also ich bin mir dessen bewusst und finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich hoffe einfach, dass ich trotzdem die Chance jetzt habe, den Menschen ein bisschen besser zu erklären, wer ich bin. Also dass man mich wirklich facettenreicher auch kennenlernt und mich ein bisschen besser versteht. Und da habe ich eine sehr große Hoffnung und ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen auch nutzen kann, dass die Menschen wirklich die wahre Stelle auch kennenlernen. Können wir mal in die Thematik reingehen, weil du gerade auch darüber gesprochen hast, habe ich auch schon mitbekommen, das war auch bei Instagram, habt ihr ein Reel hochgeladen mit der Bachelorette-Seite. Du hast auch gerade Beziehungsmodelle angesprochen. Was ist denn da deine ideale Vorstellung? Weil das finde ich ja schon wichtig. Wir haben auch gerade bei Princess Charming eine ähnliche Debatte, weil die irgendwie nicht so harmonieren teilweise. Also Princess und Kandidatinnen so klappt nicht. Wie wäre deine Vorstellung? Meine Idealvorstellung ist, dass ich offen mit
der Person, mit der ich dann zusammen bin, darüber reden kann und wir zu zweit herausfinden, was das beste Modell für uns ist. Und da schließe ich fast nichts aus. Also ich kann mir auch eine monogame Beziehung gerade vorstellen. 100%, weil viele sagen immer, Stella ist so offen, was Beziehungsmodelle angeht. Mhm. Und dann denken sie irgendwie nicht, dass ich auch offen für eine monogame Beziehung bin. Aber hattest du doch in den ersten beiden Folgen, ich bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, da wurde die Thematik ja auch mal irgendwie aufgegriffen. Und da hast du, glaube ich, gesagt, oder vielleicht auch in einem Reel, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war in den Folgen, dass du irgendwie eine dreijährige Partnerschaft hattest und die war monogam und da warst du auch glücklich. Weil die Frage, die ich mir stelle, ich finde den Ansatz von dir gut. Man geht hin und sagt, pass auf, ich finde einen Menschen, mit dem ich mich wohlfühle und dann guckt man. So, was macht man denn aber, wenn dann die Vorstellungen, also weißt du, was ich meine? Oft hat man ja auch Vorstellungen von Dingen und in der Realität merkt man, okay, das finde ich doch nicht gut, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man dann dadurch Konflikte hat, die man vielleicht zum Beispiel nicht hätte, wenn man von Anfang an sagt, okay, ich möchte monogam leben oder ich möchte offen leben. Gut, kann man sich auch in die Tasche lügen. Du weißt, was ich meine, ne? Das ist ja also eine Bandbreite. Es ist sehr viel anstrengender und es bedarf sehr viel Kommunikation. Aber das bin ich bereit einzugehen, um eine glückliche Beziehung zu führen. Also ja, zum Beispiel während meiner längeren monogamen Beziehung haben wir uns zum Beispiel auch mal zu zweit ausprobiert. Also der war da schon auch offen für und am Ende habe ich zu ihm auch so gesagt, ich glaube, ich habe da teilweise noch ein bisschen mehr den Drang. Mhm. Und da haben wir dann auch offen drüber geredet. Im Endeffekt waren es andere Faktoren, weswegen wir uns dann getrennt haben. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man da einfach drüber redet, weil ich glaube, ganz viele rennen diesem romantisierten Bild nach, dass eine monogame Beziehung das Richtige ist, dass man einen Partner hat, den man über alles liebt und dem gehört man dann sozusagen auch. Und das finde ich einfach schwierig, weil es passiert einfach ganz häufig, dass dann Personen in der Partnerschaft fremdgehen, dass Personen unzufrieden sind. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen sich nicht trauen, darüber offen zu reden, dass man vielleicht teilweise auch diese Bedürfnisse hat. Ja. Und das ist irgendwie so, das wird so verpönt, wenn man dieses Bedürfnis hat. Also es ist doch vollkommen okay, man muss aber eben einfach offen darüber reden. Also ich sehe das auch manchmal so in anderen Shows oder so, wo ich mir denke, du bist eben anscheinend einfach nicht monogam, weil man sieht ja, sobald du irgendwie dann mit der Person rumhängst, dann flirtest du rum, dann gesteh dir das doch einfach ein und kommunizier da offen drüber und dann für die Beziehungsform, die für dich vielleicht das Richtige ist. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Viele denken aber, glaube ich, dass die Monogamie das Richtige ist und alles andere das Falsche ist. Es gibt immer den richtigen Weg für ein Pärchen. Und das ist so meine Ansicht. Und ich hatte das Gefühl, zum Beispiel in der zweiten Folge, wurde das leider auch von den Mädels so ein bisschen falsch verstanden, weil ich habe gesagt, ich möchte eine Person, mit der ich da offen drüber reden kann. Die da nicht so engstirnig und stur ist. Aber das heißt für mich eben nicht, dass ich eine monogame Beziehung ausschließe, sondern dass ich da einfach jemanden möchte, der offen ist, mit mir darüber zu reden. Und von den Mädels wurde das, glaube ich, teilweise so aufgefasst, dass ich was Offenes möchte. Aber das stimmt eben nicht. Okay, spannend. Fand ich alles gut. Ich glaube auch, man muss offen drüber reden. Aber was wäre denn als Beispiel? Du sagst, ich möchte jemanden haben, mit dem ich offen über alle Themen sprechen kann und mit dem ich dann quasi ins Leben gehe und gucke, wo wir landen. Mhm. Wenn aber jemand ankommt und sagt, pass auf, ich möchte nur und ausschließlich monogam leben, wäre das dann für dich eher ein K.O.-Kriterium? Nein. Das kommt dann sehr stark auf die Gründe an. Wie das mir kommuniziert wird und erklärt wird, warum diese Person unbedingt monogam leben möchte. Zum Beispiel habe ich ja mit Anna damals diese Poly-Beziehung ausprobiert. Und da habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, also ich schließe es jetzt auch nicht aus für immer, aber
Ich glaube, ich möchte mich auf eine Person fokussieren, weil ich habe gemerkt, wenn ich mit Anna unterwegs war, dann wollte ich nur mit ihr sein, aber dann war sie irgendwie für 2 Wochen mal weg und dann habe ich gemerkt, jetzt fokussiere ich mich auf eine andere Person und vergesse Anna eigentlich so ein bisschen. Mhm. Also ich bin nicht die Person, die dann so 2 Beziehungen pflegen möchte und kann. Das war mein Learning aus dieser Beziehung. Und wenn jetzt eine Person von sich aus irgendwie sagt, nee, Monogamie ist das Richtige für mich, weil das in der Gesellschaft so vorgelebt wird und ich weiß das einfach, frage ich mich so, woher weißt du das denn? Also klar kann man das irgendwie so spüren, aber wie wäre es denn, wenn du es mal ausprobierst, wie es wäre, wenn es anders ist oder das auch mal länger in deinen Gedanken durchspielst? Was stört dich denn daran, wenn du vielleicht in einer offenen Beziehung wärst? Du kannst direkt mich fragen, Stella. Ich habe einen Partner, wir leben monogam, ja. Und tatsächlich kann ich mir offen nicht so vorstellen. Ich kann dir auch gar nicht so richtig erklären, warum. Also ich glaube, ich kann aus meiner Sicht, also ich finde die Debatte nämlich super spannend und das ist ja auch wirklich ein Thema in der Show. Ich glaube, ich möchte eine bestimmte Intimität und dadurch kann ich vielleicht irgendwie altbacken wirken. Ich glaube, ich möchte eine bestimmte Intimität, die ich mit meinem Partner teile, nicht mit anderen teilen. Ich sage aber auch immer, frag mich in, weiß ich nicht, 20 Jahren nochmal, keine Ahnung, vielleicht verändere ich mich. So Stand heute kann ich es mir nicht vorstellen. So, da bin ich vielleicht langweilig oder weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen fein. Also ich glaube, es gibt wirklich Menschen, für die Monogamie das Richtige ist. Ja. Ja. Ja, interessant, ja, dass du einfach so... Wie ist denn das? ...dann spürst. Ja, nee, ich habe auch gar kein, ich habe gar kein Problem damit, wenn andere das anders machen wollen. Ich habe nur den Bogen gespannt zu Princess Charming, weil ich da oft das Gefühl hatte, da wurde eben nicht so offen gesprochen oder relativ spät. Nämlich dann, wenn sie irgendwie schon Gefühle entwickelt haben und dann prallen dann natürlich Welten aufeinander. Wenn ich jemanden als Beispiel daten würde, der möchte aber nur offen leben, ich möchte monogam leben und dann merken wir plötzlich, ach ja, klappt ja irgendwie gar nicht. Wenn man in diese Show geht, wie du bei der Bachelorette, und dann hat man da Frauen und Männer, hat man da eigentlich Angst, dass eventuell, ich sag mal im schlimmsten Fall, du findest eine Frau richtig gut, du findest einen Mann richtig gut und die beiden finden sich aber im schlimmsten Fall auch richtig gut und dann hast du da irgendwie 2 Favoriten, ja, und dann guckst du am Ende in die Röhre. Weiß ich nicht, ob es passiert. Könnte vorkommen, gab es überall auf der Welt schon mal. Hat man davor irgendwie Angst? Weil das ist ja schon dann eine Problematik, da kann man auch mit Reden nicht viel erreichen. Auf jeden Fall Angst, ja. Also ich glaube, jeder hat auch Angst, verletzt zu werden oder mal eine Abfuhr zu bekommen. Und die habe ich auf jeden Fall auch. Und ich weiß noch, in dem Moment, als mich RTL auch gefragt hat, ob oder wie ich das fände, wenn jetzt auch Frauen mit dabei wären, weil davor waren wir im Gespräch und es ging erstmal nur um Männer. Da hatten sie mich auch gefragt, fändest du es schlimm, wenn nur Männer mit dabei sind? Meinte ich so, ist für mich in Ordnung. Für mich kommt es ja, wie gesagt, nicht auf das Geschlecht an, sondern auf die Menschen und dann ist es halt so. Aber ich fand es in dem ersten Moment richtig, richtig cool, dass auch Frauen vielleicht mit dabei sind. Mhm. Und dachte mir dann im zweiten Moment aber so, oh, das wird aber auch lustig. Und könnte natürlich zu Konflikten führen, könnte es schwieriger machen. Und dann ist die Chance natürlich da, dass sie sich untereinander auch gut finden. Mhm. Unter den Mädels ist die Chance ja auch da, dass sie sich untereinander gut finden. Also macht es auf jeden Fall spannender und ein bisschen so, dass ich mir da Sorgen mache. Verstehe ich. Ja, hätte ich mir auch gemacht. Wie war denn das überhaupt für dich? Ich meine, wenn man mal die anderen Bachelorette-Staffeln anguckt, da war ja das Kennenlernen relativ gleich immer. Und man steht da am roten Teppich, dann kommt ein Auto an, dann steigt jemand raus. Du hast ja diesen Vorteil gehabt, du hast die Männer anders kennengelernt. War das spannender? Es war erstmal für mich auch eine krasse Überraschung, weil man ist irgendwie so darauf eingestellt, dass man dieses klassische Kennenlernen hat. Mhm. Aber ich fand es sofort richtig cool. Ich hatte das Gefühl, ich hatte dadurch auch
ein bisschen vielleicht mehr Zeit, aber auch die Chance, die schon ein bisschen besser einzuordnen. Und auch dadurch, dass es so kleine Grüppchen waren, war es nicht so alles auf einmal. Ich stehe da und kommt so ein Fließband irgendwie ein Mensch vorbei, den ich daten könnte. Ja. Und mir hat das richtig gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand es nicht so gut, dass ich direkt eine Entscheidung treffen musste. Also das ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin da auch super empathisch und denke mir dann so, boah, die Person ist jetzt extra nach Thailand gekommen und jetzt bin ich diejenige, die denjenigen nach Hause direkt wieder schickt. Also das ist natürlich ein super unschönes Gefühl. Und besonders schwer gefallen ist es mir bei der Entscheidung nach dem Tuk-Tuk kennenlernen, weil ich da so das Gefühl hatte, ich weiß gerade einfach nicht, was die richtige Entscheidung ist, weil ich die gerne alle noch weiter kennenlernen möchte. Und das mit der Augenbinde war super aufregend. Mhm. Ich dachte am Anfang auch so, okay, jetzt macht es mir die Entscheidung einfacher. Aber am Ende war ich dann auch so, okay, krass, jetzt habe ich da einfach jemanden gehen lassen, den ich nicht mal gesehen habe und von dem ich so gar nichts weiß. Ja, man verlässt sich auf irgendwelche Eindrücke, Stimme, weiß ich nicht, Geruch, anfühlen, aber irgendwie, also schon spannend, aber ich verstehe den Gedankengang. Ja, es war auf jeden Fall eine coole Idee. Aber jetzt auch nicht so easy. Nee, aber warst du eigentlich aufgeregter, also bei der Bachelorette verglichen mit Too Hot to Handle? Weil ich meine, hier haben wir ja den Fokus komplett auf dir. Also ich war es ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt, vor der Kamera zu stehen, beziehungsweise die Kamera auch zu vergessen, weil man performt ja nicht, sondern man lebt einfach. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Und das fiel mir sehr leicht. Mhm. Ich würde sagen, das fiel mir auch schon bei Too Hot to Handle damals dann irgendwann leicht. Aber ich glaube, der erste Moment bei Too Hot to Handle, da war ich sehr viel aufgeregter als jetzt bei der Bachelorette. Einfach, weil es damals für mich alles neu war. Ich weiß auch noch, wie ich da als Letzte dann an dem Tag in die Villa reinkam. Und ich hab so einen Quatsch geredet. Ich habe krass gezittert auch. Also ich war da schon sehr aufgeregt. Und jetzt war es so, dass es immer mal wieder so Momente gab, wo man so dachte, okay, jetzt lerne ich gleich noch jemanden neuen kennen, dann geht der Herzschlag so ein bisschen hoch, aber das legt sich dann auch sehr schnell wieder. Und ich würde sogar sagen, dass es für mich so nach 2-3 Tagen noch einfacher war. Also ich finde so jetzt am Anfang merkt man so ein bisschen, dass ich noch nicht mich ganz fallen lasse, aber das ist dann immer einfacher geworden. Hat man eigentlich irgendwie so eine Erwartungshaltung an die Teilnahme? Also ich meine, du hast eine Vorstellung davon, so ey, ich gehe da rein und am Ende komme ich im besten Fall mit jemandem raus, wo ich sage, die Person möchte ich mehr kennenlernen. Die Zuschauer haben ja in der Regel auch eine Erwartung. Mhm. Also hat man da irgendwie Druck, dass man sich denkt, ey, es wäre schon schön, wenn ich irgendwie jemanden finden würde? Also meine Hoffnung war sehr, sehr, sehr groß und mein Wunsch auch, jemanden zu finden. Auch wenn ich mir so gesagt habe, ich habe jetzt auch einfach Bock auf diese Erfahrung und mir wird das Spaß machen, war, ich glaube, der größte Gedanke im Hinterkopf, ich wünsche es mir sehr, 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 jemanden dann an meiner Seite zu haben. Und ich glaube, man vergisst nie, dass auch Menschen sehen und dass die was Bestimmtes erwarten. Also das ist einfach so, dass man das immer im Hinterkopf hat. Aber ich habe mich davon nicht beeinflussen lassen, würde ich sagen. Ich habe einfach wirklich so das gelebt und erlebt, wie ich das für mich wollte. Und ja. Und wie war so der erste Eindruck von den Leuten so? Hättest du eigentlich gerne noch mehr Frauen gehabt oder war es okay so? War vollkommen okay so. Also ich finde es auch ein bisschen lustig, dass es so kritisiert wird von den Leuten, dass es ja nicht gleichberechtigt sei, 5 Frauen und 15 Männer und Frauenquote so wie bei den Führungspositionen. Aber, ungefähr. Ja, wenn ich mal einhaken darf, ich glaube auch, also wir müssen die Frage nicht beantworten, aber ich meine,
Die Bachelorette war ja eigentlich immer ein klassisches Format, wo sich nur Männer beworben haben. Wir hatten ja noch nie eine Frau, die Männer und Frauen sucht. Das bedeutet, wenn natürlich in erster Linie nur männliche Bewerbungen eintrudeln, dann kann man natürlich auch, ne, du weißt, was ich meine, es ist natürlich auch dann schwieriger, Frauen dafür zu finden, weil sich ja eigentlich niemand darauf bewirbt. Man bewirbt sich ja nicht auf dich, sondern auf eine Person, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steckt. Ja, genau. Und es kommt ja, wie gesagt, auch wirklich gar nicht auf das Geschlecht an. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen quatschig. Also für mich ist eben der Mensch wichtig, wenn ich mich verliebe. Und dann finde ich es komisch, wenn man das irgendwie so geschlechtsspezifisch dann wieder aufdröseln möchte. Das stimmt. Ja. Ja, da bist du noch gar nicht drüber nachgedacht. Der Trailer, ich meine, wir dürfen ja noch nicht so viel verraten. Wir haben 2 Folgen gesehen, ja. Aber der Trailer, der verrät ja schon, dass es eine gute Staffel wird, oder? War es eine turbulente Reise? Ja. Ein klein wenig, so ein bisschen war aufregend? Total. Also als ich den Trailer gesehen habe, sind mir auch die Tränen gekommen, weil es war schon sehr emotional, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Auf jeden Fall auch gerade so das Finale. Also das ist schon eine krasse Erfahrung so gewesen. Stimmt, wenn man die Bilder sieht. Ja, und da passiert, glaube ich, einiges. Das ist schon eine sehr spannende Staffel. Also langweilig wird es nicht. Nee, habe ich auch beim Trailer nicht gehabt. Aber das stelle ich mir auch wirklich aufregend vor. Ich meine, man hat die Reise erlebt mit allen Höhen und Tiefen. Vielleicht auch nur mit Höhen, vielleicht auch nur mit Tiefen. Das wissen wir nicht. Ja. Also du schon, aber ich nicht. Wir dürfen noch nicht verraten. Und dann kommt der erste Trailer. Kriegt man dann mal so richtig Herzklopfen wie am allerersten Drehtag? Ja, schon. Also ich weiß natürlich, dass mich die Produktion auch genauso darstellen wird, wie ich bin. Also die werden ja nicht die Bachelorette als dastehen lassen. Ja. Und da hatte ich schon so ein Vertrauen einfach. Aber trotzdem super spannend, das dann zu sehen. Also man hat es ja erlebt, aber es ist irgendwie nochmal ganz anders, das dann zu sehen. Stella, du merkst, ich würde gerne noch so viel mehr Fragen stellen, aber ich kann die Frage natürlich noch nicht stellen, weil ich will ja nichts vorwegnehmen. Aber ich fand es schon mal spannend, dass wir nochmal über deine Karriere, wie die sich entwickelt hat, gesprochen haben. Vor allem natürlich auch, was du erwartest von einer Partnerschaft. Und ich bin gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. So, ich auch. Ich habe so ein bisschen Angst, aber ich hoffe, dass die Menschen da mich da einfach verstehen werden. Und da vielleicht ich glaube, wenn die einmal im Thema drin sind und irgendwie auch die Leichtigkeit spüren, die ich auch gespürt habe. Man hat einfach, es wirkte auf mich locker, leicht, nicht verkrampft, nicht irgendwie zugewollt. Du weißt, was ich meine. Und ich glaube, die Fans werden sich da ganz schnell dran gewöhnen. Das ist ja eigentlich, worüber reden wir? Es ist eigentlich wie immer. Nur, dass wir halt noch Frauen dabei haben. Ja, genau. Oder? Ich finde, das sollte auch nicht so sein, was so viele Kommentare irgendwie mit sich zieht. Ja. Ich würde gerne mal, wenn du irgendwann Bock hast, dass wir vielleicht uns, das müssen wir so überlegen, dass wir uns vielleicht in der Hälfte der Staffel nochmal unterhalten. Mhm. Und natürlich liebend gern auch am Ende. Das finde ich natürlich mega spannend. Aber ich würde mal sagen, für den Moment sind wir erstmal hier am Ende, oder? Ja. War echt spannend mit dir. Dankeschön. Ich danke dir, ihr Lieben. Du hast gute Fragen gestellt. Ja, du hast auch gute Antworten gegeben. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Ein bisschen sehr lange Antworten. Nee, pass auf. Damit habe ich gar kein Problem. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sind Leute, die immer nur mit Ja und Nein antworten. So, ja. Und das ist natürlich total entspannt, wenn man jemanden hat, so wie du, die dann viel antwortet. Wenn ihr Stella folgen wollt, macht es bei Instagram, ist unten verlinkt. Guckt auf jeden Fall die Bachelorette bei RTL Plus, ist auch unten verlinkt. Und dann quatschen wir später nochmal. Ich verabschiede mich bei euch, lieben Zuschauern da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.